Hallo meine lieben Freunde, ich bin der Sebi und heiße euch herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Und ich würde sagen, direkt in die gute Stube hinein. Hey, das ist doch ein Zora! Damit kenne ich mich nicht aus. What the? Ah, coole Brille. Alter Grießkram. Herr Doktor, ohne Ihre Hilfe wird dieses Kind... Ilia! Ilia, erkennst du uns? Was? Ihr sitzt doch... Ein Arzt für Menschen kann uns wahrscheinlich wirklich nicht helfen. Aber ich habe gehört, in Eldin gibt es ein Dorf namens Kakariko. Der Priester, der dort ist, der kann auch Zoras und sogar Goron heilen. Wirklich? Wenn wir den Jungen also in dieses Dorf bringen, dann... Aber der Weg dorthin ist sehr gefährlich. Wir können nicht zulassen, dass hübsche Mädchen sich in solche Gefahr begeben. Deshalb werden wir euch begleiten! Wunderbar. Der Weg nach Kakariko führt über zwei Ebenen voller Monster, aber wenn die Soldaten Hyrules uns begleiten, kann uns gar nichts passieren. Hey Jungs, wartet! Hilfe! Ihr Feiglinge, lasst euch hier nie wieder sehen! Nanu? Da ist ja noch ein Kämpfer übrig. Ich glaube, er will uns begleiten. Los, mach schnell alles bereit. Du bist wohl ein Freund von diesen Mädchen. Im Moment kann sie sich nicht einmal an ihren Namen erinnern, das arme Ding. Dabei ist sie so ein tapferes Mädchen. Als dieser Zora auf der Straße lag, hat sie alles auf sich genommen, um ihn zu retten, ohne auf die Gefahr zu achten. Sie hat mehr Mumm als alle Soldaten von Hyrule. Hilf ihr. Ja, toll, jetzt dürfen wir hier eine Eskortierungsmission starten. Wird bestimmt sehr interessant, von hier bis nach Kakariko zu kommen, mit den zwei im Schlepptau. Plus Katze. Naja. Es heißt, die Brücke im Osten ist unpassierbar. Wir müssen also die westliche Brücke überqueren. Oh, dieser Fette schon wieder. Du siehst, was ich meine. Ich hoffe, du wirst mit ihm fertig. Na klar, habe ich schon mal hinbekommen. Sollten wir ihn bekommen. Wusch. Oh, da sind wir schon. Danke. Darf ich erfahren, wie ihr heißt? Sebi. Edler Sebi, ich bin euch zu Dank verpflichtet. Hey Kleine, bedanken kannst du dich, wenn wir sicher in Kakariko angekommen sind. Du hast schöne Augen, die Augen eines stolzen Tieres. Wenn du uns sicher nach Kakariko bringst, werde ich mich erkenntlich zeigen. Ich glaube, ich helfe euch doch nicht. Gott, auf diese Belohnung kann ich verzichten. Naja, wie auch immer, wir haben jetzt hier eine extreme, verdammte... Also Sebi, bring uns unversehrt nach Kakariko! Ja, wir haben jetzt hier wirklich eine
sehr tolle, sehr interessante Eskortierungsmission vor uns. Wir müssen die zwei plus Pferd, plus Katze, plus Zora heil nach Kakariko bringen. Unten auf der Karte. Links unten seht ihr den Weg, den wir zu passieren haben. Ist ein ganz schön langes Stück mit diesen zwei am Hals. Aber das sollten wir eigentlich hinbekommen. Bin ich mal gespannt. Damals habe ich das beim ersten Mal nicht hinbekommen, bin ich ehrlich. Ich bin da damals immer verzweifelt bis zum Abwinken. Deswegen bin ich echt gespannt, wie es heute läuft. Jetzt geht's los. Ich hau den Dicken um. Er hat keine Chance. Da vorne steht er und er wird gleich runter in den See fallen. Du bist dran, mein Freund, du bist dran. Boah, hat er zwei Schilde. Krass, er hat sich aufgemüpft. Also los, jetzt bist du an der Reihe. Enttäusch mich nicht. Na klar. Sollte schon irgendwie hinhauen. Okay, Sevi, wenn du keine Pfeile mehr hast, komm zu mir, ich gebe dir welche. Okay, denn wir können es hier nicht machen wie beim ersten Mal. Wir können ihn nicht einfach schlagen, er hat zwei Schilde, da würden wir mit unserem Schwert die ganze Zeit abprallen. Das heißt, wir müssen mit Bombenpfeilen auf ihn schießen. Aber das Problem ist, wie ihr in meinem Item-Bedarf seht, ich habe keine Pfeile mehr. Und genau so wird der Kampf jetzt auch ausgehen. Nee, also sie hat ja gesagt, wir bekommen Pfeile von ihr. Also, Thelma! Sei mal so gut und gib mir ein paar Pfeile rüber. Pfeile! Gib mir Pfeile! Komm schon, gib mir verdammte Pfeile! Ah. Oh, danke. Sie befeindet diese Pfeile. Dankeschön, 22. Und jetzt ganz kurz nochmal gucken. Im Item habe ich jetzt auch die Bomben mit ausgerüstet. Oh, ups. Okay. Hatte ich ausgerüstet. Von daher, auf die Fresse! Jawoll! Treffer Nummer 1. Mein Freund, du bist dran. Einmal umdrehen. Volle Karacho! Und jetzt, mein Freund, stirb! Yes! Mach einen Abgang! Oh, nicht schon wieder! Yes! Ah, den Torschlüssel öffnet dir das Tor auf dem Weg nach Kakariko. Das war gar nicht schlecht. Mach weiter so. Alles klar. Leute, die Eskortierungsmission fängt erst jetzt richtig an. Das war ja ein kleiner Zwischenboss-Fight, der eigentlich gar nicht so schwer war. Hätte ich von Anfang an Pfeile gehabt, wäre das deutlich schneller gegangen. Aber ja, ab jetzt wird's deutlich interessanter. Auf dem Weg werden uns mehrere Goblins über den Weg laufen. Mit ihren scheiß Feuerpfeilen wahrscheinlich. Sind wir mal gespannt. Ihr fragt euch bestimmt, warum ich den Bumerang ausgerüstet habe. Ganz einfach, das werdet ihr gleich demnächst sehen. Denn, ihr seht, sie schießen wirklich mit Feuerpfeilen auf uns. Und wenn sie das arme Ding da treffen sollten, den Wagen, muss ich es halt irgendwie löschen. Und zwar jetzt! Kasum! Wow, 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 wow. Hör auf zu brennen, Mann. So, läuft doch wunderbar bis jetzt. Soweit ich das sehe, haben wir knapp die Hälfte des Wegs hinter uns. So ungefähr, okay. Jetzt erstmal absteigen. Da vorne die Tür aufmachen. Ich glaube, im Hintergrund habe ich schon was gesehen, was ich gar nicht so toll finde. Hey, 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 hey. Was fährst du mein Pferd über den Haufen? Von daher, weiter geht's. So, los, gib Gas, Leute. Wow, da sind sie auf ihren Wildschweinen, die blöden Goblins. Sie wärst ihr. Lasst mich mal in Ruhe. Zack, zack, stirb. Ja, ja, du. Oh. Komm her. Komm her. Komm her. Sterbt. Dankeschön. So, und weiter geht's. Musste ich den da oben töten? Weiß ich gar nicht. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Okay, okay, okay. Wir hätten eigentlich den Weg da weiter gemüsst, aber durch die Bombe, die das blöde Kugelfiecht abgeliefert hat, sind wir leicht vom Weg abgekommen. Verdammte Scheiße! Stirb! Geht mir echt nicht weiter auf die Nerven. Das heißt, muss ich jetzt die Vögel wirklich töten, oder? Wow, 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 Heilige. Wo wollt ihr denn hin, Mann? Thelma, kannst du nicht richtig fahren, oder was? Da unten siehst du nicht die Spur, wo wir rumfahren müssen. Wir sind deutlich vom Weg abgekommen. Bitte. Ah, nicht schon wieder. Was passiere ich am besten an? Wir machen hier als erstes Blatt von den ganzen hier. Komm her.
Komm her, Schwert! Oh nein, schon wieder mit einer Bombe getroffen. Und schon wieder sind wir vom Weg abgekommen. Du blödes Mistviech. Das heißt, ich muss wirklich diese blöden Vogelviecher auch noch töten. Ja, super, so stirb. Heilige, oh Heilige. Komm schon. Ah, stirb doch einfach. Stirb doch einfach. Dankeschön. Und ihr zwei da hinten geht mir auch nicht auf die Nerven. Dankeschön. Nein, verdammt, das Viech hat schon wieder eine Bombe abgelegt. Und wir sind schon wieder. Oh, da drehen wir halt eben nochmal eine Ehrenrunde. Alter Falter. Blödes Mistviech. Ich brauche jetzt am besten normale Pfeile. Mit denen kann ich besser schießen. Zack. Eigene Bombe in die Fresse bekommen. Geschieht dir gerade recht. So, jetzt hier lang. Autsch. Ich weiß, ihr haut beide mal ab da hinten. Verdammt, ich. Sterb. Ja, du haust ab. Oh, scheiße. Ebona, du musst da runter. Geh doch einfach da. Ebona! Alter, ich glaub's ja nicht. Wo sind sie denn jetzt? Da sind sie. Oh Vater, wir machen schon wieder eine Ehrenrunde. Oh Gott, jetzt geht mir doch nicht auf die Nerven. Und scheiße, das Ding brennt. Ja, Bruder, gib Gas. Oh, Vater. Alter Schwede. Ernsthaft, ich glaube, das bekomme ich im Leben nicht. Nein, diese scheiß Eskortierungsmission. Ich hasse sie. Komme sie, glaube ich, nie wieder hin. Das ist, oh. Das ist wirklich keine Musterleistung, die ich hier zeige. Es geht eigentlich schneller. Eigentlich. Ja, jetzt konzentriere ich mich am besten mal auf diese blöde Vögel. Vögel! So, damit wir endlich mal auf dem Weg bleiben. So, und ihr sterbt. Lasst sie in Ruhe. So, jetzt den Weg entlang. Hopp, hopp, los. Ja, super, wir sind wieder auf dem Weg. Dankeschön. Sterbt. So, und jetzt weiter vorne. Sterbt auch. Ah! Zu eng! Die Straße ist viel zu eng! Mann! Ah. Stirb! Alter Falter! Da, wir sind gleich da. Das doch wird doch wohl klappen, Mann! Oh Mann, hier kommt doch schon! Sterbt! Und da oben stirbst du auch! Bevor du wieder eine scheiß Bombe legst! Was mache ich denn mit meinem Pfeil hier? Zack, los, komm schon! Ah, du scheiß Schwein, hau ab! So, ist davor. So schnell wie möglich diese blöde Tür öffnen. Nein, nicht umdrehen, Ebona. Nicht reden! Ja, ich weiß nicht, dass du... Nein! Da hörst du auf, du scheiß Drecksack! Alter Mann! Nein, nicht reden! Mann, ich... Was geht denn jetzt ab? Du blöder Goblin, Alter. So. Autsch! Hörst du auf mit dem Scheiß? So, dankeschön. Jetzt aufs Pferd bitte drauf und auf nach Kakariko, alter Schwede. Oh, wie doof kann man sich anstellen. Puh, aber wir haben es geschafft. Ich denke, das Schlimmste hat er überstanden. Mit ein wenig Ruhe wird er sich rasch erholen. Puh, Mann, war das echt schwer. Übrigens, wer ist eigentlich die Mutter von dem Jungen? Im Fieber hat er ständig nach ihr gerufen. Ich denke, er macht sich Sorgen um sie. Ja, die wird er wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen. Armer kleiner Zora-Junge. Schon echt traurig. Ich bleibe bei ihm und sage euch, wenn es ihm besser geht. Eine sehr gute Idee. Danke, Colin. Gott, eigentlich echt eine traurige Story hier mit dem armen Zora-Jungen. Macht sich auf den Weg, um sein Volk zu retten, seine Mutter zu retten und wird seine Mutter wahrscheinlich nie wiedersehen. Echt traurig. Weißt du, Sebi, ich mache mir auch Sorgen um Ilia. Vielleicht ist sie ja... Es wird nicht leicht sein, ihre verlorene Erinnerung zurückzubringen. Aber mach dir keine Sorgen. Es wird sicher eine Weile dauern, aber wenn wir ihr die nötige Zeit geben, wird ihr bestimmt alles wieder einfallen.
Bleib einfach bis dahin in diesem Dorf. Gib uns eine Gelegenheit, uns für deine Hilfe zu revanchieren. Das freut den Colin. Angenehme Nachtruhe wünsche ich. Gut, dass es hier noch Hoffnung gibt. Es war ein weiter Weg hierher, aber er hat sich gelohnt. Willst du nicht deine Fähigkeiten in den Dienst Hyrule stellen? Ich kenne Leute, die dem Reich helfen wollen, gerade jetzt, da die Situation jetzt so hoffnungslos ist. Ich gehöre übrigens auch zu diesen Leuten. Nenn mich einfach Thelma. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich frage mich, ob ich noch ein wenig hierbleiben soll. Ich mache mir schließlich auch Gedanken wegen Ilia. Außerdem ist der Priester recht schnuckig. Sebi, komm unbedingt bei Gelegenheit in meinem Laden vorbei, ja? Er dient meinen Freunden als Unterschlupf und von dort führt ein Geheimgang bis zum Schloss. Besuch uns dort jederzeit, wenn du Hilfe brauchst. Ich werde auf dich warten. Schon wieder diese eklige Anspielung. Naja. Link rennen eben die Frauen hinterher. Jetzt mal ein bisschen aufs Ohr hauen, ich bin so fertig. Moment. Ah. Was ist nun mit diesem Zora-Geist, der Mutter von dem Zora-Jungen auf sich hat? Werden wir im nächsten Part klären. Wenn euch der Part gefallen hat, einen Daumen hoch. Wenn nicht, einen Daumen runter. Man sieht sich im nächsten Part wieder von Zelda Twilight Princess. Bleibt mir gewogen, bis zum nächsten Mal. Euer Sebi. Over and out.